Ich mag die Beate Meindl-Reisinger. Warum? Weil sie mich zum Lachen bringt. Immer wieder auch untertags gibt es ganz, ganz skurrile Videoauftritte von ihr, wo sie da ihre Meinungen hin und her wälzt und wo man sich wirklich die Frage stellen muss, in welcher Welt diese Frau eigentlich lebt. Aber der Vorteil ist, man muss nicht immer auf die Spätabends-Comedy warten, sondern das geht schon untertags und dafür bin ich der Beate Meindl-Reisinger wirklich sehr, sehr dankbar. Kürzlich gab es ein Sommergespräch bei der Kronenzeitung. Beate Meindl-Reisinger war bei Katja Wagner zu Gast und hat dort vor allem ihre Standpunkte ausgebreitet im Zusammenhang mit Russland und was sie hier von der FPÖ hält. Nur eines vorab, ganz offensichtlich sind wir Freiheitliche nicht nur der Angst und der Endgegner der ÖVP, nein, offensichtlich sind wir das auch für die Neos. Klar, die Neos sind eine Partei, die eigentlich den eigenen Sinn verloren hat, wo auch niemand draußen mehr weiß, warum man diese Partei eigentlich braucht. Ich vermute auch, sie werden dasselbe Schicksal leiden wie vor einigen Jahren das Liberale Forum. Sie werden einfach sang- und klanglos, ohne irgendwelche Spuren hinterlassen zu haben, aus dem Parlament verschwinden. Aber bis dahin können wir uns noch an den kabarettistischen Einlagen der Klubobfrau erfreuen. Und genau deswegen schauen wir jetzt auch gleich einmal in dieses Sommergespräch hinein. Und ich frage mich schon, warum die FPÖ immer wieder so unverhohlen Kreml-Propaganda, russische Propaganda, Putin-Propaganda in Österreich verbreitet. Liegt es vielleicht daran, dass man einen Freundschaftsvertrag mit der Putin-Partei abgeschlossen hat? Das ist der Zeitpunkt, wo die Schreib- und Leseschwäche von Beate Meindl-Reisinger ganz klar zur Geltung kommt. Denn mittlerweile hat der Letzte in Österreich verstanden, dass die Freiheitliche Partei nie einen Freundschaftsvertrag mit der Partei Einiges Russland gehabt hat. Das Einzige, was es gegeben hat, war ein sogenannter Letter of Understanding. Da hat man gewisse Dinge einfach in einer Art Höflichkeitsfloskel miteinander ausgetauscht und das ist es. Das sind Briefe, die tagtäglich tausende Male zwischen Firmen oder zwischen Staaten oder zwischen Bundesländern oder was auch immer ausgetauscht werden, die aber keinerlei rechtliche Bindung haben. Und wenn man sich ein bisschen die Mühe macht und im Internet nachrecherchiert, dann wird man sehen, dass auch unser Schreiben kein Vertrag ist. Und vor allem, wenn man noch weiter recherchiert, wird man auch wissen, dass es für beide Seiten auch vollkommen egal ist, was in diesem Letter of Understanding gestanden ist, weil sich niemand mehr in irgendeiner Art und Weise damit identifiziert. Aber wie gesagt, wenn man keine Schreib- und Leseschwäche hat, könnte man das auch mit einer einfachen Google-Suche selbst herausfinden. Es wäre nur schade, weil es würde ja dann die Geschichte der Neos zusammenbrechen und recht viel mehr Geschichten haben sie ja ganz offensichtlich nicht zu erzählen, aber machen wir weiter. Liegt es vielleicht daran, dass einige FPÖ-Politiker immer wieder von russischer Seite, vom Kreml eingeladen worden sind, auf Wahlbeobachtermissionen zu sagen, na alles super sauber, wie wir das hier demokratisch regeln? Oder liegt es vielleicht daran, dass es sogar Gerüchte gibt, dass es hier oder zumindest in Moskau-Files aufgetaucht ist, in so Excel-Spalten, wo Beträge genannt worden sind, was weiß ich, 20.000 für einen Antrag der FPÖ im Parlament zum Ende der Sanktion, das ist nicht bestätigt und nicht belegt, aber es ist in Files aufgetaucht, also es gibt sozusagen hier die Frage, die ich der FPÖ stelle, naja, wie schaut es denn eigentlich aus, habt ihr Geld bekommen von Kreml-Seite? Und dass FPÖ-Politiker immer wieder nach Russland eingeladen werden, Frau Meindl-Reisinger, sage Ihnen eines, wenn jemand in dem Bereich irgendwie ständig herumhängt, dann ist es der Herr Brandstätter von Ihrer Partei, der, ich weiß nicht mit wem und ich möchte die Leute auch gar nicht alle kennenlernen, in der Ukraine Kontakte pflegt. Das sind durchaus problematische Persönlichkeiten dabei, da werde ich mir aber für ein eigenes Video Zeit nehmen. Den Fall einer Wahlbeobachtung, den Sie ansprechen, das war in den Jahren 2013 und 2014, das war bekannterweise auch vor der Annexion der Krim. Und wissen Sie, das war auch der Zeitraum, wo ein Bundespräsident, ein amtierender Bundespräsident Van der Bellen, noch in einem Buch davon geschrieben hat, dass es natürlich auch die Schuld des Westens war, dass sich Putin so weit in die Enge gefühlt hat, dass es diesen Angriff gegeben hat. Lesen Sie bitte nach bei Alexander Van der Bellen, wenn Sie es mir nicht glauben. Ich glaube nicht, dass das jemand ist, der im Verdacht steht, ein großer Befürworter der freiheitlichen Politik zu sein. Und ja, in diesem Zusammenhang hat es einige freiheitliche Anträge im Zusammenhang mit den
Sanktionen gegeben, aber es hat dafür kein Geld gegeben, sondern der einzige Hintergrund dafür ist gewesen, dass wir so wie heute auch verzeichnen mussten, dass die österreichische Wirtschaft ganz, ganz massiv unter dem Sanktionsregime gelitten hat. Was daraus geworden ist, können wir heute sehen. Wir haben heute eine Inflation von 10%. Gratulation Ihnen und Ihren Freunden. Wir Freiheitliche haben uns aber immer dafür verantwortlich gefühlt, danach zu trachten, dass es der Bevölkerung gut geht und nicht unseren internationalen Partnern, so wie Sie es von den Neos dauernd machen. Und vielleicht noch eines dazu, weil es vielleicht auch noch zum Thema passt. Also hat es kürzlich zwei Rechtsauseinandersetzungen, eine mit der ÖVP und eine mit der SPÖ gegeben, wo auch gerichtlich geklärt worden ist, dass es diese Geldflüsse nicht gegeben hat. Es müssen mittlerweile Strafen und Gegendarstellungen ausgefertigt werden. Ich möchte jetzt überhaupt nicht drohen, weil mir sind die Neos grundsätzlich nicht einmal wurscht. Aber nichtsdestotrotz, wenn auch Sie, liebe Frau Meindl-Reisinger, demnächst eine Zahlung an die FPÖ leisten wollen, die wir selbstverständlich einem guten Zweck zuführen werden, dann bitte machen Sie weiter so. Dann müssen wir auch Ihnen noch einen Brief schicken. Russland-Nähe wirft auf der anderen Seite die FPÖ Ihnen vor. Sie sagen, dass Ihr Gründer und Finanzier, ich zitiere Hans-Peter Haselsteiner, üppige Aufträge in Sotschi erhalten habe und Ihre Partei damit näher an Russland dran ist als alle anderen Parteien. Es ist ein völliger Blödsinn. Ja, das stimmt schon, die Strabag war in Russland aktiv, so wie auch die Raiffeisen aktiv war. Ja, das stimmt schon, die Strabag war in Russland aktiv, na sowas aber auch. Und jetzt machen wir vielleicht einmal ein kleines Gedankenspiel, Frau Meindl-Reisinger. Der Einmarsch auf der Krim, der war bekanntermaßen im März 2014. Die Olympischen Winterspiele haben dann im folgenden Winter stattgefunden. Und der Herr Deripaska und ihr Parteigründer Haselsteiner haben sich eine goldene Nase verdient, wenn es darum geht oder gegangen ist, die Sportstätten, aber auch die Olympischen Dörfer für Sotschi zu errichten. Und bitte vergessen wir auch den Flughafen dabei nicht. Es sind zig Millionen in die Taschen ihres Parteigründers und ihres Sponsors geflossen und natürlich auch seines russischen Oligarchenpartners. Und das kann man nicht einfach so wegwischen und wegdodeln, wie sie es gerade versuchen, sondern machen wir es vielleicht einmal umgekehrt. Ich glaube, dass die Neos die einzige Partei sind, die im Eigentum eines Oligarchen steht, nämlich des Herrn Haselsteiner. Und ich glaube, es ist auch die einzige Partei, die einen russischen Oligarchen zumindest im Hintergrund hatte mit dem Herrn Deripaska. Und wenn sie bis 2017 wirklich große Mengen vom Herrn Haselsteiner kassiert haben, dann müssen sie sich dessen bewusst sein, dass dieses Geld natürlich auch aus Russland stammt. Und ganz ehrlich, also immer mit dem Finger auf andere zu zeigen und selbst so der größte Oligarchenhaufen zu sein, das ist, nützt sich irgendwie mit der Zeit auch ab. Und ich glaube, es richtet sich auch von selbst. Ich glaube, die Wähler in den Bundesländern Salzburg, Kärnten haben ihnen ohnehin auch schon mitgeteilt, was sie von ihrer Politik halten. Sie sind dort entweder wieder nicht hineingekommen oder hinausgeflogen, wie auch immer. Aber nachhaltig ist das, was sie politisch machen, ganz sicher nicht. Und die Menschen merken sich gewisse Dinge. Eben auch, dass sie im Eigentum von Herrn Haselsteiner stehen. Es wäre übrigens einmal wirklich auch gut, wenn sie bei ihren zahlreichen Fernsehauftritten endlich einmal ein Strabag-Logo tragen würden, weil dann würde man zumindest wissen, wo ihr Geld herkommt. Also die FPÖ soll einfach in unsere Presseaussendungen schauen und das, was wir gesagt haben, wir waren da immer klar auf Seite der Demokratie, auf Seite der Freiheit, auf Seite des Friedens und auf Seite Europas. Und ich glaube, jetzt kommt dann bald noch etwas dazu. Sie werden auch bald auf der Seite der Parteien außerhalb des Parlaments sein, wenn sie so weitermachen, habe ich Ihnen vorher schon mitgeteilt. Was ich aber jetzt machen werde, und das wird sicherlich auch interessant werden, ich werde jetzt einmal schauen, wie viele Anträge die Neos eingebracht haben, die ganz offensichtlich nur der Ukraine nützen, die im Übrigen auch gegen die Interessen der österreichischen Bevölkerung stehen. Werden wir uns das mal anschauen, die Umtriebigkeiten vom Herrn Brandstätter, der nicht müde wird, auch einen Blödsinn nach dem anderen zu verzapfen. Da werden wir mal ein Neos-Special machen. In diesem Sinne freue ich mich schon darauf. Ich habe schon einige Recherchen dazu angestellt, wird sicher eine gute Sendung werden. Zum Abschluss vielleicht noch, wem dieser Kanal gefällt, wer weiter informiert bleiben möchte, bitte einfach ein Gefällt mir da lassen, ein Abo klicken und wem es nicht schnell genug gehen kann, natürlich auch die Glocke aktivieren. Wir sehen uns.